Jetzt geht es um Elektrostatik. Es geht also um Ladungen und Kräfte in einem elektrischen Feld. Wie kann man einen Körper aufladen? Ganz einfach, indem man Reibung erzeugt. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an. Wie man hier sehen kann, Plus und Minus stoßen sich ab und Plus und Minus ziehen sich an. Ladungen sind übertragbar durch Kontakt. Negative Ladungen sind typischerweise Elektronen und positive Protonen. Im Betrag sind sie gleich und sie tragen die Elementarladung von 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Der Transport von Ladungen wird Strom genannt und ist normalerweise eine Bewegung von Elektronen, typischerweise in Metallen, die vom Atom gelöst sind. Die Influenz ist eine innere Ladungstrennung durch eine äußere Fernwirkung, sodass sich Ladungen innerhalb eines Körpers unterschiedlich anordnen, je nach Einfluss eines anderen geladenen Körpers in der Nähe. Die Polarisation ist eine Ausbildung von Dipolen, also eine Ausrichtung von Ladungen im Isolator, wo kein Strom fließt. Dadurch werden neutrale Körper angezogen. Hier sehen wir zum Beispiel so einen Dipol. Die Stromstärke ist dann die Ladung geteilt durch die Zeit, die fließt durch einen Leiter zwischen zwei unterschiedlich geladenen Körpern. I ist also die Stromstärke, ist Delta Q, Ladung durch Delta T, Zeit und ist eine Grundgröße des SI-Systems und hat die Einheit Ampere, die auch als Coulomb pro Sekunde ausgedrückt werden kann. Die Ladungsmessung kann anhand des Stroms gemacht werden, der schwächer wird, bis ein Körper entladen ist. Die Stromrichtung ist definiert als die Richtung, die eine positive Ladung erfahren würde. Bei Elektronen in Metallen ist diese Stromrichtung automatisch negativ. Es gibt Kräfte zwischen Ladungen, ähnlich wie bei der Gravitation, nur dass in diesem Fall auch Abstoßung möglich ist. Und zwar die Proportionalität ist, dass die Kraft, mit der sich Ladungen anziehen oder abstoßen, proportional zu den Ladungen selber und umgekehrt proportional zum Quadrat deren Abstandes ist. Dabei ist noch eine Proportionalitätskonstante zu beachten und das ist 1 durch 4 Pi Epsilon 0, wobei Epsilon 0 die elektrische Feldkonstante ist 9 mal 10 hoch minus 12 Coulomb Quadrat durch Newton Meter Quadrat. Dementsprechend ist die elektrische Kraft definiert als 1 durch 4 Pi Epsilon 0 Q1 Q2 durch R Quadrat, wobei R der Abstand der Mittelpunkte der Ladungen ist. Ein elektrisches Feld ist also dann eine Wirkung von Ladungen ohne Medium. Es ist also wie eine Raumveränderung, die auf andere Körper Kraft ausübt. Feldlinien sind experimentell sichtbar. Es ist ein Vektorfeld, also erfährt eine Probeladung eine Kraft mit einem Betrag und einer Richtung. Die Feldlinien verlaufen definitionsgemäß von Plus nach Minus. Die Probeladung Q beeinflusst das Feld nicht. Sie ist also im Vergleich zur felderzeugenden Ladung sehr klein. Die elektrische Feldstärke ist also die Feldbeschreibung unabhängig von der Probeladung und dementsprechend definiert als die elektrische Kraft geteilt durch die Probeladung und hat die Einheit Newton pro Coulomb. Durch Verschiebung von Ladungen auf einem Ring in einem Feld, die durch das Feld selber passiert, entsteht eine Abschirmung. Dadurch ist im Inneren dieser Konstruktion oder des Ringes die Summe der Feldstärken null. Metalle schirmen elektrische Felder ab, da sie bewegliche Ladungen haben, die aufgrund dieses Einflusses des elektrischen Feldes sich so anordnen, dass im Inneren keine Feldstärke mehr ist. Das nennt man Faradayscher Käfig und auf leitenden Oberflächen stehen die Feldlinien senkrecht. Der Plattenkondensator sind zwei gegenüberstehende Metallplatten, die geladen werden können. Im Innenraum ist die Feldstärke konstant, also herrscht ein homogenes elektrisches Feld. Die Feldlinien sind parallel zueinander und sie stehen senkrecht zu den Platten. Also wie vorhin schon gesagt, stehen Feldlinien senkrecht zur Oberfläche und da die Platten parallel zueinander stehen, sind das auch parallele Feldlinien. Bringt man eine positive Ladung in ein elektrisches Feld, wirkt die Kraft Q mal E, also Ladung mal elektrisches Feld. Die ist dann konstant, wenn das elektrische Feld homogen ist und die Probeladung würde dann über die Strecke S beschleunigen und dabei die Arbeit F mal S verrichten. Hier schreiben wir Arbeit mit großem W, um sie nicht mit der elektrischen Feldstärke zu verwechseln. Dementsprechend ist dann die Arbeit im elektrischen Feld die Probeladung mal das elektrische Feld mal die zurückgelegte Strecke oder in dem Fall jetzt das D, was beim Kondensator der Abstand der Platten wäre, also die maximale Arbeit, also die maximal gespeicherte oder dann auch eben potenzielle Energie im Kondensator. Das wäre auch die Energie, die eine beschleunigte Ladung am Ende ihrer Beschleunigung im elektrischen Feld hätte. Wir definieren dann die Spannung zwischen zwei Punkten A und B
als die Energie pro Ladung. Also haben wir wiederum, wie davor beim Feld, eine Größe, die von der Probeladung unabhängig definiert wird. Und dementsprechend haben wir jetzt die Spannung als Energie pro Ladung definiert, hat dann die Einheit Volt, die sich aus Joule pro Coulomb zusammensetzt. Dementsprechend ist die Arbeit dann auch die Ladung mal die Spannung, ist die Spannung, die Ladung mal das Feld, mal der Abstand geteilt durch die Ladung und dementsprechend ist die Spannung ganz einfach die Feldstärke mal der Abstand. Also die Flächenladungsdichte, die etwas über die Dichte von Ladungen auf einer Oberfläche aussagt. Das heißt, wie dicht sind Ladungen zum Beispiel auf Platten verteilt. Deren Konzentration ist also definiert als die Ladung pro Fläche in Coulomb pro Quadratmeter und das wäre bei einer Kugel die Ladung pro 4bR². Dementsprechend sehen wir jetzt schon bei der Definition des elektrischen Feldes, wo wir 4πε0r² hatten, dass dieses 4πr² eigentlich einer Kugeloberfläche entspricht und auch für andere Oberflächen gelten muss. Deswegen gilt ganz die einfache Formel Q durch ε0a, also die Fläche, auf der diese Ladungen sich befinden oder die Fläche, auf der wir dieses elektrische Feld messen. Im Radialfeld also schaut die Formel so aus und generell und auch im Plattenkondensator schaut die Formel so aus. Generell kann man dann also sagen, dass das Feld die Flächenladungsdichte geteilt durch die elektrische Feldkonstante ist. Das elektrische Feld im Außenraum einer geladenen Kugel ist gleich dem elektrischen Feld einer Ladung im Zentrum der Kugel auf derselben Distanz r. Das Potential ist die Energie pro Ladung, um eine Probeladung von 0 nach a zu bringen. Das haben wir davor schon bei der Spannung gehört, da wurde es aber von a nach b definiert. Das Potential ist von 0 nach a definiert, also von einem Nullpunkt oder Referenzpunkt. Dementsprechend ist das Potential gleich wie die Spannung als Arbeit pro Probeladung definiert. Es hat auch die gleiche Einheit Volt. Bewegt sich Ladung auf Äquipotentialflächen, wird dementsprechend keine Energie umgewandelt oder Arbeit verrichtet. Wenn sich eine Ladung also von A nach B bewegt, dann haben wir eine Energie von Q mal E mal diesem Abstand Delta R. Hier kurz aufgezeichnet, dieser Abstand Delta R, eine Ladung bewegt sich von hier nach hier, hat keine konstante Kraft, da diese Kraft ja mit dem Quadrat des Abstandes abnimmt und dementsprechend müssen wir diese Energie als Fläche unter dieser Kurve betrachten. Und bei homogenem elektrischen Feld wäre es Q mal das Feld mal der Abstand. Hier nochmal, wie wir schon von der Gravitation kennen, die Energie definiert als felderzeugende Ladung mal Probeladung durch 4πε0 mal 1 durch R2 minus 1 durch R1 und das R2 und das R1 sind die Positionen, die unsere Ladung hat im Vergleich zum Nullniveau. Wenn wir das Nullniveau in unendlichem Abstand vom Felderzeuger setzen, dort das Potential also 0 ist, dann können wir das Potential in jedem anderen Punkt als Q durch 4πε0 mal 1 durch R setzen und hier diesen zweiten Abstand eben im Unendlichen definieren. Somit fällt dieser Term weg. Für eine positive Testladung und eine positive Erzeugerladung braucht es Energie, um diesen Abstand zu verringern. Wenn die erzeugende Ladung negativ ist, dann wäre dieses Potential auch negativ. Die Spannung, wie oben schon gesehen, definiert sich also dann als Potentialunterschied zwischen zwei Punkten A und B, also hier als Formel als Potentialdifferenz. Dann auch ausschreiben als Q durch 4πε0 mal 1 durch RB minus 1 durch RA und haben somit wieder unsere Formel für die Spannung. Eine andere elektrische Größe ist der elektrische Fluss, der definiert ist durch das elektrische Feld mal die Fläche und dadurch ergibt sich eine sehr einfache Formel, weil wir ja die Fläche im elektrischen Feld im Nenner haben und dementsprechend ist der elektrische Fluss ganz einfach die felderzeugende Ladung geteilt durch die elektrische Feldkonstante. Der Kondensator hat die Fähigkeit, Ladung und Energie zu speichern. Er hat eine gewisse Kapazität. Wenn auf den beiden Platten dieselbe Ladung gespeichert ist, dann ist die Flächenladungsdichte diese Ladung geteilt durch diese Fläche. Das heißt, es wären auch die Ladungen auf beiden Platten geteilt durch die Flächen der beiden Platten. Die Flächenladungsdichte ist, wie wir schon gesehen haben, proportional zum elektrischen Feld und das kann man dann auch schreiben als U durch D oder als eben Flächenladungsdichte geteilt durch die elektrische Feldkonstante. Dementsprechend könnte man die Spannung auch schreiben als die Flächenladungsdichte durch die Feldkonstante mal den Abstand zwischen den Platten. Die Ladung ist also proportional zur Spannung im Kondensator und daher kann man eine Proportionalitätskonstante festlegen für den Kondensator und die ist dann diese Kapazität des Kondensators C. Diese Kapazität kann man dann aus der Formel auch herleiten als ε0 mal die Fläche der Platten geteilt durch den Abstand der Platten.
Sie sagt aus, wie viel Ladung bei einer bestimmten Spannung auf den Platten ist. Dabei ist Q die positive Ladung auf der einen Platte und minus Q die negative auf der anderen. Die Einheit dieser Kapazität ist Farad nach Faraday und ist ein Coulomb pro Volt. Ein Farad ist eine sehr große Kapazität. Meist werden Kapazitäten in Mikrofarad gemessen. Wenn man einen Isolator in ein E-Feld gibt, dann ist das elektrische Feld drinnen um die stoffspezifische Größe Epsilon R, also die relative Permittivität oder die Dielektrizitätszahl, kleiner. Also ist das elektrische Feld im Inneren das elektrische Feld im Äußeren geteilt durch diese relative Permittivität. Dadurch steigt, wenn wir unsere Formel anschauen, im Kondensator unsere Kapazität, wenn ein Isolator drin ist. Also unsere Kapazität ist, wie viel Ladung pro Spannung auf dem Kondensator ist, also wie viel Flächenladungsdichte mal Fläche pro Spannung ist, also wie viel Flächenladungsdichte mal Fläche geteilt durch Feld mal Abstand ist, indem wir für die Flächenladungsdichte Epsilon 0, Epsilon R, E einsetzen. Und dann erhalten wir für die Kapazität eine Formel, die die elektrische Feldkonstante, diese Dielektrizitätszahl des Mediums ist, mal die Fläche geteilt durch den Abstand und haben somit eine Angabe für den Aufbau eines Kondensators, der also mit einem starken Isolator mit großen Flächen und kleinen Abständen am meisten Kapazität hat, das heißt am meisten Ladung speichern kann. Dieses Epsilon R hängt vom Isolator ab, also vom Medium, und sagt aus, wie leicht sich so ein Medium polarisieren lässt. Ein polarisiertes Medium richtet die Ladungen im Inneren aus, lässt sie aber nicht fließen, also es findet keine Leitung statt und ist dementsprechend dafür geeignet, dass sich Ladungen zwischen den Platten, die ja in geringem Abstand zueinander stehen, nicht bewegen können, sondern eben getrennt voneinander gespeichert bleiben, was durch die ursprüngliche Spannung, die in diesem Stromkreis, in dem der Kondensator ist, angelegt wurde, eben erzeugt wurde. Jetzt schauen wir uns so einen Stromkreis an mit einer Spannungsquelle, einem Kondensator, einem Innenwiderstand und einem Außenwiderstand, hier noch einem Voltmeter und mit Schaltern, sodass wir die Spannungsquelle unterbrechen können bzw. den Außenwiderstand zu- oder wegschalten können. Wenn jetzt unsere Spannung hier Strom erzeugt und dieser Schalter geschlossen ist, dann wird sich hier auf dem Kondensator Ladung trennen. Das heißt, diese Seite hier negativ, diese positiv, also durch Elektronenmangel aufladen, und es wird hier ein Stromkreis über diesen Innenwiderstand entstehen. Diese Spannung, die nötig ist, wird steigen mit der Ladung, die auf diesen Platten gespeichert ist. Also je mehr wir Ladungen gespeichert haben, umso mehr brauchen wir auch Spannung, um noch weitere Ladungen zu speichern. Die Spannung ist in dem Fall der Gesamtwiderstand des Systems mal die Stromstärke. Beim Entladen ist es dann umgekehrt. Dann können wir diesen Switch eben so stellen, dass unser System den Strom ohne Spannungsquelle fließen lassen kann. Und dann wird sich die Ladung auf dem Kondensator ausgleichen und die Spannung wird sich abbauen. Das sehen wir hier auf diesem Graphen, wo wir die Spannung in Volt haben und die Zeit in Sekunden. Und je nachdem, wie viel Widerstand wir im System haben, braucht das unterschiedlich lange, bis der Kondensator wieder komplett entladen ist. Wenn wir annehmen, es wäre gar kein Widerstand im System, dann wäre dieser Kondensator sehr schnell entladen, weil die Ladungen einfach wieder ihren Weg durch den Stromkreis nehmen würden und die Spannung sich abbaut. Also es würde zu Beginn ein sehr hoher Strom fließen und das Ganze sehr schnell aufhören. Da können wir noch Stromkreise anschauen, wo Kondensatoren parallel geschalten sind und wo Kondensatoren in Reihe geschalten sind. Ganz einfache Regel: für die Kapazität von parallel geschalteten Kondensatoren gilt die Summe der beiden Einzelkapazitäten. Für die Kapazität von in Reihe geschalteten Kondensatoren gilt die Summe der Kehrwerte für den Kehrwert der Kapazität. Die Energie zum Aufladen eines Kondensators ist gegeben durch die aufzutragende Ladung und durch die Spannung, die die Ursache für diese Ladungstrennung ist. Je mehr wir Ladung bereits aufgetragen haben, desto mehr ist auch Spannung nötig, um noch weiter Ladung aufzutragen. Generell ist die Formel für die Energie Ladung mal Spannung, die Ladung also mal Feld mal Abstand der Platten des Kondensators, ist
die Arbeit, um diesen aufzuladen. Wenn wir jetzt nicht mit konstanter Spannung aufladen, das heißt die Ladung von 0 bis zur Entladung bringen, dann haben wir hier ein Dreieck, das heißt die Fläche unter der Kurve ist die halbe Ladung zum Schluss mal die Spannung. Dementsprechend, wenn man die Formel für die Kapazität hier einsetzt, erhält man für die Energie zum Aufladen eines Kondensators ein halbes CU². Das ist dann auch die potenzielle Energie, die die getrennte Ladung im Kondensator hat. Und es ist auch die Arbeit, um dieses elektrische Feld im Kondensator aufzubauen. Wir erinnern uns nochmal an die beiden Formeln für die Spannung und die Kapazität von vorhin und setzen diese in die Formel für die Arbeit zum Aufladen des Kondensators ein und erhalten dementsprechend ein halbes mal die elektrische Feldkonstante mal die Fläche der Platten mal das elektrische Feld zum Quadrat mal den Abstand der Platten. Hier noch das Experiment zur Bestimmung der Elementarladung von Millikan um 1910. Öltropfen werden mit einer gewissen Spannung in einem Kondensator in der Schwebe gehalten und danach sinken sie mit einer gemessenen Geschwindigkeit. Zuerst stellen wir also das Gleichgewicht der Kräfte auf zwischen der elektrischen Kraft und der Gewichtskraft, also hier die elektrische Kraft, hier die Gewichtskraft, und setzen dementsprechend die Formeln ein, die wir für die hier enthaltenen Größen kennen, also hier mit Volumen mal Dichte und Ortsfaktor und das Volumen dann dieser Tröpfchen noch hier eingesetzt, ergibt sich eine Formel für die Ladung eines Tröpfchens. Dasselbe machen wir dann, wenn die Tröpfchen mit Stokes-Reibung nach unten sinken, und wir haben wiederum hier für diese Gewichtskraft, die mit der Reibungskraft im Gleichgewicht steht bei konstanter Geschwindigkeit, dann eine Angabe, die wir in der anderen Formel verwenden können. Wenn man diese beiden Formeln dann in ein Gleichungssystem gibt, erhält man für Q immer ganzzahlige Vielfache von dieser Zahl, und dementsprechend wurde diese Zahl 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb als Elementarladung definiert. Jetzt noch zur Bewegung von Ladung im elektrischen Feld. Das hat Braun um 1900 experimentell festgestellt, und zwar hat eine Röhre zur Beobachtung der Ablenkung eines Elektronenstrahls gebaut. Diese Elektronen waren glühelektrisch aus einer heißen Metalloberfläche gelöst und dann durch einen Kondensator geschickt. Die Arbeit ist also zur Wiederholung nochmal die Spannung mal unsere Probeladung, und die Energie, die wir diesen Elektronen mitgeben, ist ein halbes mv². Diese werden dann in diesem Kondensator hier abgelenkt. Und zwar werden sie nach oben abgelenkt auf einer Wurfparabel, wobei hier in diesem Fall die Erdgravitation im Vergleich zur Kraft im Kondensator zu vernachlässigen ist. Das heißt, wir können hier beobachten, wie viel die Beschleunigung in Richtung des Feldes ist. Die können wir als die elektrische Kraft durch die Masse angeben und dementsprechend auch durch die Spannung und den Abstand der Platten angeben. Wir haben also jetzt die Ablenkungsbeschleunigung in Y-Richtung, dieser in X-Richtung durch den Kondensator mit ein halbes mv² Energie geschossenen Elektronen. Wir können dadurch also hier die Wurfparabel bestimmen. Es wurde durch dieses Experiment die Masse von Elektronen ermittelt, und das sind 9 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotz der Länge und der manchmal etwas schwerfälligen Erklärungen geholfen, das Thema der Elektrostatik zu verstehen.